Hallöchen. Und willkommen zurück zu Mass Effect, würde ich jetzt sagen. Heavy Metal Fuck 2 oder Fuck 2. Ich habe mir gerade mal im Schnelldurchlauf den Anime, den Film von, ich glaube, 2000 reingezogen. Dadurch, dass ich nur durchgespult habe, weiß ich nicht genau, worum es geht. Oder, also doch, ich weiß schon, worum es ging. Aber ich habe nicht alles mitbekommen. Und ich habe auch hier geguckt. Und scheinbar kommt man da nur dran, wenn man Mana voll hat. Und ich sehe gerade mein Mana und meine Gesundheit ist gar nicht, sieht gar nicht so schön aus. Ich habe es bei anderen gesehen, da war es irgendwie animierter, es hat gesprudelt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ach, vielleicht am Vertex Lightning? Weiß ich nicht genau. Lass ich aber aus, denn das sieht komisch aus, wenn das an ist. Die Steuerung. Ja, jedenfalls habe ich keine Ahnung mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich habe es mir kurz angeguckt. Irgendwie ist mir hier die Julie angenehmer als in dem Film. Und jo. Achso, mit ihm haben wir schon gesprochen. Die zwei sind da. Heute ist ein schwarzer Fleck in der Sonne. Er wächst wie ein Krebsgeschwür. Wie du meinst. Hör nicht auf Pilot Herzchen. Der redet immer so ein Zeug. Er hat den großen Krieg noch nicht verwunden. Der große Verwüster, er kommt! Seit 30 Jahren sind diese Augen blind. Aber wer braucht Augen, um das Geschwür zu sehen, das in unserer Sonne heranwächst? Sag mal, wovon sprichst du eigentlich? Er spricht von seinen sogenannten Visionen. Es sind aber nichts weiter als eine wirre Träumereien. Ah, verstehe. Und? Hast du auch was Nettes gesehen? Darf ich mir was wünschen? Ja, verlacht mich nur, aber das werdet ihr bereuen! Ach, ich bereue jetzt schon, dass ich mich mit dir eingelassen habe. Es kommt, ich sage es euch, es kommt! Es ist hier! Was war das? Weiß nicht, aber es hat den Schild deaktiviert. Wir müssen ihn sofort wieder hochfahren. Julie, Jared, Ion, schaltet den Schildgenerator wieder ein. Ich bring dieses Ding da in mein Labor und versuche rauszukriegen, was es ist. Vielleicht hat es was mit dem Stein von vorhin zu tun. Okay, Otto. Ich bin bald zurück. Sei vorsichtig, Julie. Das ist bestimmt eine gute Idee. Hier unten ist seit Jahren kein Mensch mehr gewesen. Steht alles unter Wasser. Seid vorsichtig, Leute. Deine Armbrust? Danke, Otto. So, erstmal nochmal kurz speichern. Ja. Genau so. Theoretisch könnte ich doch jetzt hier. Nee, scheinbar nicht. Würde mir, glaube ich, auch nicht so viel nützen, oder? Naja, ist auch egal. Was war das? Ach, wahrscheinlich nur. Wahrscheinlich nur ein Ungeheuer. Ah! Leon! Oh. 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 Komm raus und kämpfe, wenn du... Was? Ah! Ugh!
nein! Geschafft. Dir werde ich einhalten. Oh, verdammt. Dabei war der so putzig. Was ich immer nicht verstehe bei solchen Sachen, ich meine, die konnten normal drinnen stehen im Wasser. Vielleicht war es vielleicht bis zu den Knöcheln oder so. Und dann werden sie da unten gezogen. Da frage ich mich, wohin die gezogen wurden. Ist jetzt mal Schluss langsam? Ich weiß gar nicht, wie viel Munition das hat. Wahrscheinlich. Ah, ich sehe es gerade. Okay. Ich hab nicht mal allzu viel. Ja. Okay. Das ist eine komische Steinformation. So, das wirft alles wieder sehr viele Fragen auf. Ich meine, wo kommen. Gut, das könnte einfach ein Monster gewesen sein, das hier unten war, aber wieso sind die hier drinne? Was sind das für Kristalle? Hä? Einmal derselbe? Oder wie dort? Habe ich denn... Nö, ich habe natürlich... Doch, hier habe ich irgendwas. Naja, ich habe natürlich nichts anderes außer dem hier. Und sie hat natürlich jetzt schon mal wieder etwas weniger... Na, was heißt weniger an? Die Sachen sind kaputt. Aber vielleicht ist hier unten ja warm. Das waren auch immer komische Dinger. Trifft auch noch immer so oft. Ich will mal zielen, aber das brauche ich gar nicht. So. Ich würde gerne nochmal hier hin. Ach so, ich muss E drücken, nicht Leertaste. Ja, so schnell kann das eskalieren. Erinnert ein bisschen an... Wie komme ich denn jetzt hier runter eigentlich? Ach so, mit E natürlich. Ja. An... American McGee's Alice liegt allerdings daran, dass das ja, ich denke mal, aus ähnlichen Jahr kommt und die Grafik entweder halt so war. Hä? Hat er mein Geschoss gerade zum Explodieren gebracht? Kann doch nicht wahr sein. Macht man doch nicht. Oh nein, 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 nein! Ich will doch hier noch ran. Aber da muss der erstmal weg. Und der hier auch. Ich frage mich, ob es halt wirklich viel Sinn macht, das möglichst lange aufzuladen. Ob das dann mehr Schaden macht oder halt nicht. So, wir schwingen mal dorthin. So ein wenig im Kreis. Das ist nämlich unser Schwert und das ist der Schild. Vorbei. Sehr gut. Na gut, dann können wir erstmal das einsammeln. Kommt er jetzt schon wieder her. Jo, jetzt noch ein zweiter. Wenn nicht so, dass ich das irgendwie verpeilt habe, meine Waffe zu holen. Ich bin fast tot, sehr gut. Ja, noch mal kurz.
Das finde ich schön an den alten Spielen, man kann überall speichern. Das ist irgendwie in den neueren, da sagen sie mal, jetzt geht Speichern nicht, weil irgendwas, man bewegt sich, es ist irgendeine Aktion, man springt oder so. Ich weiß gar nicht, warum das heutzutage so ein Problem ist. Wo schwingt sie denn hin? Na, geht doch. Ah, es sind direkt alle unsere Sachen. Meine Sachen. Oder ihre Sachen. So, direkt mal alles ausrüsten. Ich hätte natürlich auch die Kanone lassen können. Ach, warte mal. Müssen wir unbedingt noch hier hoch. Was war denn wegstecken? Ach, Kuh, glaube ich. Boah, volles Leben. Ist die Frage, ob ich das mit der Schleuder einfach wegbekomme? Hey, schade. Nicht hiermit. Hab ich natürlich nichts. Aber wir haben eine Sprengladung. Oder ich probiere mal E. Ich probiere mal nichts. Das macht sie ganz alleine. Und sie guckt so wie... Oh, war ich das? Die Frage, ob ich... Ach doch. Müsste gehen. Ja, kein Problem. Aber wenn solche Viecher unter denen ihrer Stadt hausen und hier bei diesen ganzen Gerätschaften, dann muss es ja irgendwann zwangsläufig zu Problemen führen, oder? Also jetzt nicht so wie dort, aber dass dann irgendwann irgendwas kaputt geht oder irgendwelche Viecher an die Oberfläche kommen, weil sie sich belästigt fühlen. Boah, jetzt sagst du, was ist das los? Und das sieht schon wieder so aus, als ob hier gleich wieder irgendein wildes Tier kommt. Wir hätten ja voll die Kristalle abbauen können und dann verticken und dann wären sie stinkreich geworden. Was leuchtet hier? Hm. Da, ich hab's gewusst. Ah, das nützt nichts. Hat halt mein Leben so weit oben. Weil, das ist, wenn ich jetzt mal so tue. Ja, genau, da klopft es doch, ne? Aber sind die eigentlich so putzig, wenn sie nicht so scheiße sind? Ach, das wird irgendeine Munitionsart sein, schätze ich mal. Das Schöne ist, man kann ja schön schnell speichern. Ist hier? Nicht. Können wir uns nur verstecken. Er wieder. Oh, jetzt habe ich mich versteckt. Ja, mit dem Schwert geht das ganz gut. Ja, ich bin gespannt auf die anderen Waffen. Ich weiß gar nicht mehr, was es da alles gab. Ich glaube, eine Kettensäge oder so gab es noch. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ein Glück hat man das Tutorial gemacht, wo wir geübt haben, wie wir Knöpfe drücken. Oh, das geht aber schnell. Und wie wir uns ducken. Ein Glück haben wir das geübt. Könnten wir hier gar nicht weiterkommen. Jetzt nehme ich jetzt hier mal hochspringen. Nicht, da will sie nicht ran. Na gut, schade. Dezenter Hinweis, dass ich da... Nee. Da kommt... Hallo, der Gegner. Gegnerops. Oh, die beschießen sich gegenseitig. Oder ärgern sich gegenseitig. Bin ich gut? Kopf ab. So einer Situation niemals den Kopf verlieren. Ja.
So, jetzt die Frage, muss ich hier lang? Bestimmt, aber ich gucke erstmal hier hinten lang. Ich bin mir immer nicht sicher. Es hieß, für das Blitz- und das Feuerschwert braucht man Wasser. Aber irgendwie wird es trotzdem immer weniger. Also es wird immer weniger, egal was wir benutzen. Ob nur das Blitzschwert oder kein Blitzschwert. Na komm, das schaffst du. Nee, ich schaff's ja nicht. Huch. Jetzt überlege ich, gehe ich hier lang? Oder gehe ich da hinten lang? Oh, dann da rein. Tja. Sind halt nicht so gut wie ich. Oder Julie und ich. Wir sind halt ein gutes Team. Ich gucke hier von hinten auf den Hintern und sie kämpft. Achso, da blinkt's. Okay. Hier müssen wir anscheinend doch weiter. Dann muss ich nochmal zurück. Soll ich dann jetzt doch mal nachgucken, ob es da überhaupt lang geht? Ob es ein Geheimnis gibt? Oder... Ja, einen zweiten Weg wird es nicht geben, schätze ich mal. Was gab's... wo kommt er denn jetzt schon wieder her? Ja. Hätte ich am Anfang ein bisschen das Wasser und so eingesammelt. Hätte ich mir das Feuerschwert schon holen können, da wäre es ja wahrscheinlich etwas einfacher geworden. Aber... Achso, hier waren bloß die Gegner drin. Hm, okay. Ich frage mich, was das für Kristalle sind. Ob die noch irgendwas zu sagen haben. Ich weiß so unglaublich wenig mehr von dem Spiel. Dabei fand ich so cool, aber irgendwie... Solche Spiele habe ich immer nur ein, maximal zweimal gespielt. Eigentlich komisch. So, dann springen wir hier einfach mal runter. Würde ich zwar nicht machen, aber gut.